Wisst ihr, was das ist? Also wahrscheinlich schon, denn es ist ein ganz normaler Zombie. Doch wenn ich diesen im Verlauf der heutigen Challenge töte, wird er, wenn ich ins End gehe, um den Enderdrachen zu besiegen, wiederbelebt. Eine super chaotische Challenge, deshalb lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit wünsche ich euch viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einem weiterem Video auf diesem Kanal. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal hier um ein bisschen Holz. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir das Ganze vielleicht sogar schon im ersten Versuch machen werden, ob wir bereits in der Overworld sterben, weil wir einfach zu schlecht sind, oder ob wir, ja, das Ganze fast dry schaffen. Ich, ja, glaube nicht an letztere Möglichkeit, denn die Challenge scheint mir persönlich ziemlich schwierig zu sein, deswegen, ich habe schon ziemlich Respekt vor dieser Challenge. Okay, also ich denke, dass wir so friendly Mobs und alles, dass wir die eigentlich töten, oder? Weil, genau, die werden dann zwar spawnen, deswegen sage ich, sollten wir nicht zu viele töten, aber für ein bisschen Essen denke ich schon. Oh, da ist ein, boah, der Shader sieht schon cool aus. Da ist ein Outpost. So, ein Bett haben wir auf jeden Fall auch schon mal zusammen. Das Problem ist, wenn wir zu viele hier töten, dann ist das nicht gut. Also, ich sag, wir versuchen uns irgendwie gut anzuschleichen. Jetzt triff mich nicht. Du Scheiße. Bitte trefft mich nicht. Trefft mich nicht. Danke. Ja, zwei Eisen, das ist schon mal sehr stark. Pfeile nehmen wir mit. Zusätzliches Essen ist auch nie verkehrt. Geh hier irgendwie ins Wasser rein, Scheiße. Scheiße, das war echt nicht gut geplayt. Zack, wir gehen hier rein. Wenn mir das eigentlich nahe ist. Mein Gott, nein. Oh, Freunde, das ist hier nicht cool. Hallo, lass mich gehen, bitte, danke. Ich habe so keinen Bock auf diesen Baby-Zombie. Ich möchte diesen Baby-Zombie nicht wiedersehen. Also, ich brauche gar nicht so viel Eisen. Ich brauche ein Wasser, ein Schild. Ich persönlich denke, ich reicht das sogar. Okay, Freunde. Und damit, ja, haben wir nun 9 Eisen. Und das ist für mich, aua, definitiv ausreichendes Equip. Deswegen werde ich mir das Ganze jetzt mal, kann man so sein. Richtig bereuen, dass ich dich jetzt hier töte. Aber es ist mir so egal. Ich möchte am schnellsten einfach einen Lavasee finden, damit wir das hier sauber und schön runterplayen können. Aber hier sieht es gerade noch nicht so besonders danach aus. So, damit haben wir also unser Schild direkt ready. Für die Picke wird es leider nicht mehr reichen, deswegen mache ich mir einfach ein Schwert. Ah doch, für die Picke reicht's. Ich hatte einfach nicht genug Eisen. Ich denke, dann wird das hier aber ein stylischer Helm. Ich weiß, ob ich die Picke so dringend brauchen werde. Das Starke ist eigentlich, dass wir die Schafe, die wir hier jetzt töten, auch als Essenquelle dann im End haben. Wir müssen halt nur aufpassen, dass es nicht zu viele werden. Ja, Freunde, jetzt begeben wir uns erstmal auf die Suche nach einem Lavasee. Ich hoffe, dass wir den bald finden werden. Freunde, wir haben ein Dorf. Dorf ist insofern schon mal stark, dass wir immer in unsere Ausrüstung für bis End haben. Mit Pfeilen und allem, das wir gleich von unserem Treasure kriegen werden. Plus unsere Eisenspitzhacke, die wir eben aufgegeben haben, die uns jetzt hier wieder
zurück in die Hände kommt. Freunde, wir nehmen hier alle Betten mit für den Enderdrachen. Juhu. In Kunst musste mein Bild mal nicht bewertet werden. Es wurde unten in der Aula aufgehangen. Hä? Was hast du denn? Ah, okay, sorry. Aber du bist ja auch der Mann, der gestern innerhalb von 30 Minuten einen Drachen gemalt hat, der so aussah wie Gigachad. Also da müssen wir auch nicht drüber reden. Dann würde ich sagen, gehen wir hier jetzt erstmal ein bisschen Holz farmen, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir mit dem Fletcher traden. Freunde, ich wünsche euch hier ein ganz wundervolles Leben, wenn ich nicht wiederkomme. Ja, ciao, ciao. So, da gehen wir nicht hin, weil wir wollen einen Lavasee finden. Nächstes Dorf. Alles klar. Ich kann das alles nicht mehr. Freunde, ich sehe was, was du nicht siehst. Ist das das dritte Dorf? Alles klar. Freunde, unser Portal steht damit. Und wir haben, denke ich, nichts zu verlieren. Let's go rein da. Okay, Leute. Damit herzlich willkommen im Nether. Boah. Der Shader sieht cool aus. Was ist das? Okay, Leute, Freunde. Chillt eure Basis. Bitte, Freunde, bleibt ganz ruhig und entspannt. Habe euch nichts getan, ich werde euch nichts tun. Also alles gut. Ja, Gold wäre, glaube ich, tatsächlich eine gute Entscheidung gewesen. Na, ja. Freunde, ich sollte vielleicht die Challenge nicht vergessen. Okay. Noch einer. What? Ah, da unten. Bitte greif mich nicht an. Ich möchte nicht noch einen von dir im End haben. So, Freunde. Oh, ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das nennt sich Festung. Nerv mich bitte nicht, also Ghost. Es wird mir wirklich zu gefährlich. Ich kann das nicht beantworten. Ja. Boah, wow, Freunde, dann machen wir uns auch auf stylisch. Nee. Schuhe, oder? Ja, Schuhe. So, machen wir das Ganze einmal so. It is time to. Nein, schubst dich runter, bitte. Wie kann man so sein? Dick ja, also musste mich sein. Warum sind hier so viele? Lass mich in Ruhe. Jetzt wieder. Nein! Nein! Oh nein! Oh, Freunde, der Run war doch so schön.
Ja. Lass ein Like da, wenn ihr diese Arbeit wertschätzt. Es war dann also doch nichts mit dem First Try. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.